Viele tragen das Kopftuch offen, so dass man den Hals sieht. Was sagst du dazu? Das Kopftuch, ein Thema, das oft polarisiert und für viele Fragen sorgt, weil viele gar nicht verstanden haben, was das Kopftuch überhaupt ist. Viele denken, es wäre nur ein Stück Stoff, mit dem man die Haare bedeckt. Oder ein Modetrend, dem man hinterhergeht. Oder dass es von den Männern benutzt wird, um die Frau zu unterdrücken. Dabei ist das Kopftuch so viel mehr. Das Kopftuch ist die Krone einer rechtschaffenen Muslima, die es aus voller Überzeugung und Pflichtbewusstsein trägt. Und ja, viele, die das Kopftuch tragen, tragen es auf einer falschen Art und Weise. Sie bedecken zwar damit ihre Haare, lassen aber den Hals- und Brustbereich offen und haben damit die Pflicht zur Bedeckung des gesamten Körpers mit Ausnahme von Gesicht und Händen gegenüber demjenigen, der nicht zu einem Mahram, also nicht zu der Personengruppe gehört, die man niemals im Leben heiraten darf, nicht vollständig erbracht. Denn jede Person, die man niemals im Leben heiraten darf, ist ein Mahram. Und vor solch einer Person braucht man das Kopftuch auch nicht tragen. Aber vor allen anderen Männern muss das Kopftuch bzw. der Körper bedeckt werden, mit Ausnahme, wie gerade erwähnt, dem Gesicht und der Hände. Und bevor wieder einige hier meinen, das Kopftuch sei keine Pflicht, ich sage euch, ihr kennt den Koran nicht besser als Aisha, die Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auch nicht besser als Abdullah ibn Abbas, den Turjuman des edlen Koran, für den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet gesprochen hat, dass Allah ihm den Ta'wil, also die Interpretation des Koran, bescheren möge. Und diese zwei edlen Gefährten waren es, welche aus der Ayah 31 der Surat An-Nur entnommen haben, dass es Pflicht ist für die Frau, ihren Körper zu bedecken, mit Ausnahme von Gesicht und Hände, gegenüber demjenigen, die ihre Blöße nicht sehen dürfen. Also verehrte Schwester, wenn du das Kopftuch trägst, dann trage es bitte auf richtige Art und Weise und sei stolz darauf. Und du, verehrte Schwester, wenn du das Kopftuch noch nicht trägst, dann lass dich davon nicht abhalten. Ich weiß, dass viele Schwestern gerne das Kopftuch tragen würden, sie aber Angst haben vor der Reaktion in der Gesellschaft oder dass sie belächelt werden von einigen Menschen. Höre nicht auf sie und tue das, was im Wohlgefallen von Allah liegt. Möge Allah dein Herz zum Guten wenden. Und zuletzt ein wichtiger Hinweis. Nur weil eine Frau ein Kopftuch trägt, bedeutet es nicht, dass sie automatisch besser ist als eine Frau, die unbedeckt ist und kein Kopftuch trägt. Denn es könnte sein, dass diese Frau, die das Kopftuch trägt, in Sünden versunken ist und die andere, die das Kopftuch nicht trägt, zwar diese eine Sünde begeht, aber dafür betet, fastet und ihre anderen Verpflichtungen nachgeht. Daher ist es uns verboten, eine Frau als Flittchen abzustempeln, bloß weil sie kein Kopftuch trägt. Also nimm dich in Acht davor, über andere vorschnell zu urteilen, bleibe standhaft und für weitere Fragen nutze gerne die Kommentarfunktion.